Morgen zum Ehemorgen. Wir freuen uns, dass Sie trotz Totalausfalls der S-Bahn heute Morgen hierher gefunden haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Heute der PR-Morgen zum Thema Krisenkommunikation. Mein Name ist Hilke Zehbutzen, bin Chefredakteurin beim Magazin Pressesprecher. Leider bin ich heute ohne meinen Piloten Volker Knauer vom Bankverband, da wir uns kurzfristig aus privaten Gründen leider absagen musste. Aber wir grüßen von hier aus ganz herzlich. Wir streamen ja auch live und es gibt eine Aufzeichnung heute Morgen. Unter Feinden ist der Titel heute Morgen der Veranstaltung. Wir sind aber hier unter Freunden. Wir haben eine neue Location und freuen uns ganz wahnsinnig über die tolle Unterstützung von Microsoft Deutschland und Microsoft Berlin. Ein herzliches Dankeschön an das Team von Thomas Mickeleit, Frau Auperle, Herr Gerding und alle Danny mit der guten Ausstrahlung der Wohnenden, die dafür sorgen, dass vor, auf und hinter der Bühne auch das Team von Gans und Fuchs dabei sind. Und meine eigenen Kolleginnen heute, die hier vor und hinter mir mitschreiben und sie vielleicht auch nochmal löchern mit der einen oder anderen Frage. So, das war der Werbeblock. Wir schneiden mit, hören Sie gut zu, notieren Sie sich gerne Ihre Fragen, weil was wir hier vorne reden, ist nur die eine Hälfte der Veranstaltung. Wir freuen uns natürlich vor allem auch, dafür ist es ein schnelles, ein frühes, ein kurzes Magazinformat hier heute Morgen. Und Sie sich auch beteiligen, das gilt auch für die Kollegen, die beim Stream dabei sind. Wenn da spannende Fragen aufkommen, können wir die hier live beantworten. Wir haben heute Morgen zwei Profis geladen zum Thema Krise. Ich bin ganz total happy, dass wir heute den ersten Auftritt haben von Dirk Popp, der noch nicht so lange eine neue berufliche, wie nennt sich das, Herausforderung gerade findet. Wie sein aktueller Titel ist, der ist ziemlich smart, das erzählt er uns gleich. Hoffentlich. Ja, ja. Dirk Popp ist vor wenigen Tagen CEO Deutschland von Catch & Play-On und bald ist ganz spannend was anderes. Dann haben wir hier Stefan Rohrer extra aus München gekommen, Leiter Unternehmenskommunikation DACH beim, das muss ich jetzt auswendig lernen, globalen Cybersicherheitsunternehmen Kaspersky. Genau. Ich habe angesichts dieser beiden Herren schon eine persönliche kleine Krise gehabt. Als ich Dirk Popp das erste Mal kennengelernt habe, war er das Plus-1-Überraschungsgeschenk bei einem Mittagessen mit jemand anderem. Ich glaube, er war nur so semi-begeistert von der Location. Ich glaube, es war fürchterlicherweise ein vegetarisches Restaurant. Der Service war auch suboptimal, kann man glaube ich sagen. Und er hat die ganze Zeit unter dem Tisch mit dem Handy gefummelt. Ich dachte, was zur Hölle macht der da eigentlich? Hinterher habe ich es dann gesehen. Er hat nämlich aus unserem Smalltalk getwittert, schön so ein Spoiler aus der nächsten Heftplanung. Wenigstens hat das hinterher Smart Move genannt. Ah, ja, ja. Sorry hier nochmal. Nee, ich weiß, das ist doch super. Schöne Reichweite. Und als ich gestern zur Vorbereitung nochmal digital gestalkt habe nach Stefan Rohjacher, habe ich gesehen, bei Twitter ist er seit 2011, hat exakt 26 Follower, folgt selber 13 Menschen. Fast alle Leute aus seinem eigenen Unternehmen, plus irgendein Münchner Volleyballverein. Meine große Liebe. Besonders beeindruckend fand ich dann bei Facebook das Profilbild, vielleicht schon ein bisschen älter, Stefan Rohjacher war zu früheren Zeiten, aber vor allen Dingen in den Fängen von einem großen weißen Hai. Jetzt kommt's, als ich das groß klicken wollte, ist der Rechner abgestürzt. Ja, das ist ein ziemlich altes Bild, ist aber auch eine Marke. Auf jeden Fall versteht das gut, sich unsichtbar zu machen. Das ist vielleicht genau das Richtige. Okay, also das Format heute funktioniert folgendermaßen. Die beiden Herren werden gleich zum Thema, nämlich unter Feinden, Krisenkommunikation, ein bisschen ihren persönlichen Input zum Thema liefern. Das wird relativ kurz und kompakt und extra für diejenigen, die öfter auf solchen Veranstaltungen sind, ohne Folie passieren. Dann werden wir hier vorne auf der Bühne ein bisschen sprechen, aber dann sind Sie natürlich auch alle gefragt. Also wenn Sie immer schon mal wissen wollten, wie ich als Ex-Polizeireporterin, wie man es verhindert bei prominenten Entführungen, dass der Name in den Medien auftaucht, ob man heute noch beim Burger King essen darf und warum sehr wohl, oder wie man Produkterpresser gut beikommt und was man bitte nicht macht, ja, fragen Sie Herrn Popp. Und wenn Sie wissen wollen, welche digitalen Herausforderungen im Netz auf uns alle lauern als Kommunikatoren, bitte, bitte fragen Sie Herrn Rohjacher. Attacke, wir starten mit Ihnen.
Okay, ich stehe mal auf dazu, weil ich sollte ein bisschen was natürlich zum Thema Krise erzählen und zu dem vielleicht mit dem Krisenfall, mit dem Kaspersky im letzten Jahr relativ ob positive oder negative Bekanntheit erlangt hat, lasse ich mal dahingestellt, den Cyberangriff auf unser Unternehmen. Wir als Sicherheitsunternehmen sind von einer Cyberattacke getroffen worden. Wie man heute weiß, steckt dahinter ein Geheimdienst oder steckt dahinter ein Geheimdienst. Und wir waren nicht nur das einzige Opfer dieses Angriffs, sondern auch hohe politische Verhandlungen. Dazu sage ich gleich noch was. Ich möchte aber ein bisschen ausholen. Ich bin 2012, da gab es das Facebook-Bild schon, und mein Twitter-Account, da bin ich zu Kaspersky gekommen. Und in der Zeit hat sich ein bisschen was geändert. Was man über Kaspersky wissen muss, wir sind nicht nur in Deutschland der führende Anbieter für IT-Sicherheit, Cybersicherheit. Wir sind ein Unternehmen mit russischen Wurzeln. Das heißt, unsere gesamte Entwicklung ist in Russland, unser Headquarter ist in Russland. Und 2012 bei Kaspersky, da gab es noch keine Ukraine-Krise, da gab es noch keine Krim-Krise. Da war die politische Lage noch mal andere. Da wurden wir als Unternehmen auch nicht ständig gefragt, ja, wie verhält sich denn das Verhältnis Russland-Westeuropa oder die sogenannte westliche Welt. Wir sind aber eigentlich im rechtlichen Sinn, sind wir gar kein russisches Unternehmen, weil wir sind in Großbritannien registriert, in London. Und 2012 gab es auch noch kein Votum über einen Brexit. Und da wurden wir auch nicht die ganze Zeit gefragt, ja, wie ist das denn jetzt für euch als eigentlich britisches Unternehmen, wo alle eure Partner hier in Deutschland Verträge mit eurem europäischen Headquarter in Großbritannien haben? Wie läuft das denn? Was macht ihr denn jetzt mit diesem Brexit? Also das soll nur verdeutlichen, als ich 2012 zu Kaspersky gekommen bin, war die Welt noch eine andere und mittlerweile finde ich mich in der Situation wieder, wo man eigentlich sagen kann, ja, also diese Krisensituation begleitet einen permanent. Einfach durch geopolitische Dinge, die man so nicht beeinflussen kann, wo man sich strategisch auf den Krisenfall noch nicht mal wirklich vorbereiten kann, weil keiner von uns weiß heute, was die Auswirkungen des Votums in London und Großbritannien sein werden. Alles, was man dazu sagen kann, sind Spekulationen. Und wer begibt sich schon freiwillig in das Reich der Spekulationen? Das ist die aktuelle Situation. Noch ein paar Sätze zu dem Fall im letzten Jahr. Es war also so, dass wir im Frühjahr 2015 einen Angriff bei uns entdeckt haben. Wir haben bei uns als Sicherheitsunternehmen, die wirklich super geschützt sein sollten, einen Trojaner gefunden. Und wir haben in unsere Transparenzgrundsätze stehen, dass wir egal wo, egal wann, egal von wem, wenn wir einen Cyberangriff, ein Virus finden, dann machen wir den öffentlich. Und das hat uns dann natürlich auf eine relativ harte Probe gestellt, weil wir uns entscheiden mussten, wie gehen wir mit diesem Vorfall um, den wir jetzt bei uns selber entdeckt haben. Und das war uns schon klar, dass das einiges an Schlagzeilen liefern wird. Wir haben uns entschieden, unseren Transparenzgrundsätzen treu zu bleiben, sind verantwortlich damit umgegangen, sehr transparent damit umgegangen, haben den Angriff öffentlich gemacht, haben aber das nicht ohne eine gewisse Strategie gemacht. Wir haben in unseren Analysen haben ergeben, dass wir eben nicht das einzige Opfer des Angriffs waren, sondern neben uns auch noch die 5+1 Atomverhandlungen mit dem Iran angegriffen worden sind, durch dieselbe Cyberwaffe. Das heißt, dort waren USA, China, Russland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und der Iran zusammen am Tisch gesessen und haben eben über das mittlerweile beschlossene Nuklearprogramm mit dem Iran verhandelt. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, wer könnte ein höchstes Interesse daran haben, an diesen Verhandlungen teilzunehmen, wen habe ich aber jetzt nicht aufgeführt, gerade wenn es um das Atomprogramm des Irans geht. Und wer oder welcher Geheimdienst hat solche Ressourcen, um solche hochrangigen Veranstaltungen oder auch ein Cybersicherheitsunternehmen wie Kaspersky Lab angreifen zu können. Da gibt es nicht viele auf der Welt. Und diesen Aspekt des Vorfalls haben wir natürlich in unsere Kommunikation mit eingebunden, um auf der einen Seite Transparenz zu zeigen, ja,
wir als Cybersicherheitsunternehmen sind angegriffen worden, aber wir haben gleichzeitig, und wir sind vielleicht, ich sage mal, es gibt zwei Unternehmen auf der Welt, die die Möglichkeit haben, so einen perfiden Angriff aufzudecken. Wir haben das Know-how, wir haben die Expertise zu zeigen, so eine Cyberwaffe aufzudecken und Angriffe auf solche hochrangigen Verhandlungen wie die 5+1 Atomgespräche öffentlich zu machen. Und das haben wir quasi im selben Atemzug gemacht. Und im Nachhinein muss man auch sagen, der Plan ist, oder die Strategie ist aufgegangen, weil wenn es am Anfang noch der Fall war, dass erstmal jeder, ja, Kaspersky ist angegriffen worden, so ein bisschen haha, innerhalb von 10 Stunden, weil wir haben wirklich gesehen, also wir haben in 2 Tagen über 1300 Artikel nur in Deutschland dazu gehabt, zu diesem Fall. Und innerhalb weniger Stunden hat sich das Bild geändert. Das liegt auch an der Berichterstattung von den ganzen Nachrichtenagenturen. Also eine dpa hat über diesen Fall in den ersten 2 Tagen 6-mal berichtet. Reuters, glaube ich, 3-mal. AFP 2-mal. Die österreichischen Nachrichtenagenturen, die Schweizer Nachrichtenagenturen ebenso. Und das Bild hat sich sehr schnell geändert. Und am nächsten Tag war es also dann schon überall so, ja, Kaspersky Lab ist das Unternehmen gewesen, das den Angriff auf diese hohen, hochrangigen politischen Verhandlungen aufgedeckt hat. Mit keinem Wort ist eigentlich weiter erwähnt worden, dass wir selber auch Opfer von dem Angriff geworden sind. Welche langfristigen Auswirkungen das hatte, wir haben das mal so ein bisschen versucht zu messen. Also das Ganze öffentlich gegangen ist im Juni letzten Jahres und im Anschluss daran sind unsere Verkäufe erstmal hochgegangen im Juli und im August. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil wir sehr präsent zu der Zeit in den Medien waren. Vielleicht hat es auch überhaupt nichts miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Einen Schaden hatte die Strategie auf jeden Fall nicht für unser Unternehmen. Und im Gegenteil, wir haben sehr viel Anerkennung von den Medien bekommen, auch Anerkennung vom Wettbewerb. Und letztendlich sind irgendwelche Schmähungen und so weiter ausgeblieben. So, das wären jetzt mal meine einführenden Worte zu unserer derzeitigen Situation. Also auf der einen Seite Dauerkrise durch geopolitische Faktoren, auf der anderen Seite nochmal der spezielle Fall dargestellt, wie wir damit umgegangen sind und gerne dazu mehr, wenn Fragen dazu sind. Okay, danke. Weißt du, wie es Ihnen geht? Ich habe mal irgendwann Drehbuch studiert. Ich finde, das ist ein super Action-Kracher. Wenn Sie darüber twittern wollen, übrigens ist der Hashtag PR-Morgen in einem Wort. Okay, wir können das noch toppen. Noch mehr Action kriegen wir vielleicht jetzt. So, er dann drüber reden darf, um uns die Zunge abschneiden zu müssen. Dirk Popp. Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wer von Ihnen hat Kinder? Also ich habe Kinder. Okay, wir seien Sie vorbereitet, heute in Berlin Zeugnisausgabe, die Krise kommt noch, ne? Vielleicht. ja, ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Etliche von Ihnen kennen mich, insofern, ich würde nicht so sehr viel über mich selbst reden wollen. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft und ich kümmere mich seit ungefähr 15 Jahren intensiv um Krisenkommunikation und bin involviert. Und mein Antritt ist nicht, irgendwelche Papiere irgendwo hinzuschmeißen und zu sagen, ja, das ist ein Konzept und dann macht mal irgendwas, sondern mein Verständnis ist immer dann auch da zu sein, wo die Krise stattfindet und dann vor Ort zu sein. Also ich sag mal, in der Krise gilt wer die Hitze nicht mag, der soll nicht in die Küche gehen. Ja? Und insofern habe ich mich aber sehr gerne in der Küche aufgehalten bis dato. Ich habe in den letzten 15 Jahren sicherlich ganz unterschiedliche Krisen mitbekommen und mitmanagen dürfen. Ich kann Ihnen eins sagen, vielleicht für das, was nachher in der Zeugnisausgabe kommt oder für alles andere, nehmen Sie das mit, jede Krise geht vorbei, auch wenn man es nicht glaubt in der Situation, aber sie geht vorbei. Das ist vielleicht das Erste. Ich hatte das große Glück und die Chance, bei ganz unterschiedlichen Sachen dabei zu sein. Und die Bandbreite ist extrem. Ich nenne mal das Normale. Die normale Krise ist sowas wie
Produktrückruf, Restrukturierung. Hat da jemand mal was mit zu tun gehabt? Ich, ja, da hinten so ein bisschen, ja. Okay, also sowas, da sagen wir, das würde ich Stand heute gar nicht mehr unter Krise einsortieren, weil das gehört mittlerweile zum Standardgeschäft eines jeden Kommunikators. Aber so die Extreme, das klang jetzt hier schon mal einmal an, ist, ich war sozusagen dabei, als ein großer Pizzahersteller sozusagen erpresst worden ist, dass jemand Gift einfüllen wollte in die Pizzen. Und ich bin sozusagen angerufen worden von einem Sicherheitsunternehmen. Die haben mich auf einen Münchner Parkplatz bestellt, ganz ominös, haben mir nicht gesagt, worum es geht. Also sie haben jetzt schon Vorsprung, ja. Sie wissen, dass es um Pizza geht, ich wusste das damals nicht. Und haben mich von diesem Parkplatz, interessanterweise bei Burger King, da kommen wir gleich nochmal zu, von diesem Parkplatz nach Liechtenstein gekarrt. In einem Auto natürlich, nicht im Kofferraum. Was ich Das war die Vermutung. Und dort ging es darum, an einer Polizeibesprechung teilzunehmen. Warum war das wichtig oder warum haben die mich gefragt? Natürlich ging es um Krisenkommunikation, aber in dem Fall auch um Verhinderung. Und wann geht man öffentlich und wann geht man nicht öffentlich? Denn dieser Hersteller war der belieferte damals alle großen Ketten, also jeden Retailer, so Volumen 20 Millionen Pizzen, und der Erpresser war sehr clever in dem, dass er sagte, ich bringe an der und der Stelle zu dem und dem Zeitpunkt, ich sage euch nicht wann, aber dann Gift ein. Und da geht es in solchen Fällen ja häufig darum, eben nicht Öffentlichkeit zu erzeugen, ja, das heißt es wegzudrücken. Das ist bei Burger King nicht ganz gelungen, muss man sagen. Da war ich auch involviert. Und das ist sicherlich, von der Welt ist es ein Meisterstück in Krisen-PR genannt worden, und wie auch bei Burger King und bei allen anderen Fällen konnte ich selber, und an solchen Cases kann man sehr, sehr viel lernen. Es gibt keinen Tag, wo ich sage, ich habe nicht irgendetwas aus einer Krise mitgenommen. Burger King ist durch Team Wallraff angegriffen worden, ja, also Team Wallraff würde jetzt sagen, also Angriff ist jetzt ein großes Wort, ja. Aber sie sind eben attackiert worden, und wir haben nur mal so nach der Sendung am ersten Tag 20.000 Facebook-Kommentare. Achtung, falls Sie mal so ein paar negative Facebook-Kommentare kommen, gehen Sie mal zu Burger King, 20.000 nur ausschließlich negative Kommentare, völliges Desaster. Und ungefähr 900 Artikel in den ersten zwei Tagen. Der Tenor war, wie beschreibe ich das jetzt, Desaster. Und das war sozusagen ein Case, in dem ich das Glück hatte, involviert zu werden. Wir konnten es dann später drehen, das mache ich vielleicht hinterher. Ein wesentlicher Punkt dabei war, dass man den CEO und das Unternehmen dazu hinbringen musste, und ich glaube, in der Situation sind sie auch sehr häufig, sozusagen von der Defensive in die Offensive zu kommen. Und wie macht man das? Ja, also das war sozusagen der Hebel, und das war genau der Tipping Point, an dem der Case dann auch drehte. Der damalige CEO hieß Andreas Borg, auch ein sehr schöner Name in so einem Kontext, ja, Borg, okay, lassen Sie es schwingen, kommt echt gut, wenn man mit Medien redet. Haben alle die Witze auf Lager. Und insofern bedreht es dann, als Burger King sich entschied, nee, wir lassen es jetzt nicht irgendwie sausen. Achtung, warum ist das überhaupt wichtig? Bitte nicht twittern jetzt, ja, also nicht die Zahl twittern, hört sich um, und die Live-Leute haben es jetzt auch nicht gehört. Also es gab, sagen wir es mal so, es gab dramatische Umsatzeinbrüche. Dramatische. Das heißt also, im deutlich zweistelligen Bereich in den Restaurants. Also es hat richtig Geld gekostet. Und natürlich ist man dann, war dann sofort, die Sales Manager waren sofort da und haben gesagt, okay, bring mir den Umsatz zurück. Ja, also da ging es halt sehr stark, beende dieses Ding, was natürlich nicht geht. So, das ist sozusagen einfach. Und ein weiterer Fall, über den ich ganz kurz erzählen kann, ist, und das gehört zu der Bandbreite und vielleicht auch zu den interessanten Aspekten des Geschäfts, wo ich mich bewege, ist, ich durfte einmal auf der Seite eines
in Führungsetwas arbeiten, dass ein Industrieller in Deutschland, der auf keinen Fall seinen Namen in den Medien sehen wollte, ja, also keine öffentliche Person, also seinen Namen nicht in den Medien, das war die Aufgabe. Und da können wir vielleicht nachher ein bisschen drüber reden. Und der letzte Teil, was ich erzählen will, ist, und auch da ist ein großes Learning, also das schwierigste und eines der sozusagen, naja, wenn man so will, kritischsten Felder war einmal die Schließung eines Werkes, eines großen Herstellers, bekannte Marke, der Ort war Bochum. Klingelt da was bei Ihnen? Achtung, jetzt habe ich den Link gelegt, klingelt. Da ist so viel falsch gelaufen und schief gelaufen. Eine Sache kann ich Ihnen auch mitgeben, falls Sie mal in solche Situationen kommen, dass Sie Schwierigkeiten haben und sowas machen müssen, was natürlich emotional eine erhebliche Herausforderung ist. Aber denken Sie an die Subventionen, die Sie bekommen haben. War in dem Falle auf unsere Frage, gab es Subventionen? Nein. Nach ungefähr 2 Wochen stellte sich heraus, es gab doch welche und nicht nur 100.000 Euro, sondern ungefähr 20 Millionen, die dann der Staat zurückhaben wollte. Also das war der Fall, bei dem ich dabei war, in dem ein Minister auf der Bild-Zeitung Titelseite ein Gerät nahm und in den Mülleimer schmiss und sagte, dieses Marke benutze ich nie mehr wieder. Dann, wenn Sie solche Headlines kassieren, haben Sie einen gewissen, wie soll ich sagen, Erklärungsbedarf gegenüber dem Management. So, also vielleicht das als 3 Minuten und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich jederzeit fragen. Danke. Wir müssen einmal direkt im Anschluss natürlich fragen. Vor wenigen Tagen war ein Ausstieg bei Ketchum in der Branche, würde ich auch mal sagen, kontrovers diskutiert. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, hast du auch nicht so super B-Noten gekriegt, aber du hast ja eine super Antwort darauf, die nämlich, wie lautet dein Titel ab sofort? Ach so, ja, also mein Titel lautet, Achtung, falls das für Sie wichtig sein sollte, ist Alumni-CEO. Habe ich auch gepostet. Bin natürlich raus und uns klar, vielleicht logisch, dass ich jetzt nicht so im Detail darüber reden möchte, nicht auf der Bühne und wenn wir live streamen, aber vielleicht in einen Satz, der sei mir vergönnt, ich würde jetzt einem Kunden nicht direkt empfehlen, es so zu machen, wie wir es da gemacht haben. Traumhaft, Dankeschön. Das wird jetzt meist getwittert. Hashtag PR-Morgen, ne? Ja. Okay. Dann, ich muss einmal ganz kurz zu Stefans Case gehen, weil ich weiß, dass eure Medienkooperation, die ihr damals hattet, die exklusiv war in diesem Case, der finde ich immer noch echt ist wie so ein Action-Kracher. Ich glaube, Hollywood wird bald anrufen. Wie habt ihr die aufgebaut? Ihr habt damals einen Exklusivdeal gemacht mit dem Spiegel. Ja. Seitdem glaube ich auch öfter mal wieder, wenn man euch googelt. Vielleicht kannst du einmal was erzählen zum Thema, wie baue ich denn so ein Netzwerk auf und wie entscheide ich mich für einen kontrollierten Kontrollverlust? Ja. Also, man muss dazu sagen, wir haben auch ein Berlin-Büro. Das ist da vorne am Pariser Platz. Zufällig im selben Gebäude wie der Spiegel, sein Hauptchefbüro hat. Und man kennt sie. Man geht auch mal zusammen Mittagessen. Und ich glaube, wenn wir vielleicht heute irgendwann noch auf das Thema Krisenprävention kommen, das ist mein aller wichtigster Tipp. Und das ist, glaube ich, was PR immer noch ausmacht, das sind die Kontakte. Und wenn man die pflegt, und wenn man gut mit den Leuten kann, und wenn man sich als glaubwürdiger Partner über Jahre hinweg etabliert hat bei den Journalisten, dann hilft einem das wahnsinnig im Krisenfall. Weil bevor die irgendwas schreiben, greifen sie vielleicht einfach nochmal schnell zum Hörer und rufen einen an. Also das dazu. Wir haben damals bei unserem Fall nicht ausschließen können, als wir die Analyse des Cyberangriffs untersucht haben, dass die noch bei uns im Netzwerk sind. Das heißt, wir mussten diese Strategie, die Veröffentlichung des Ganzen, absolut geheim vorbereiten. Das heißt, abhörsicher, verschlüsselt, persönlich. Das ist so ähnlich wie auf dem Parkplatz da vom Burger King. Das heißt, für mein erstes Meeting hat mein Chef mich 2 Tage davor angerufen. Stefan, komm morgen bitte nach London. Am Morgen nicht nach London, komm, wir machen in Frankfurt unser Büro auf. Haben ja Journalisten eingeladen, große Pressekonferenz.
Ach so, ja, komm trotzdem. Ja, wie gesagt, da ist der Deutschlandchef da, da sind alle da. Das kann ich nicht so einfach sagen. Ja, komm. Ja, worum geht's denn eigentlich? Kann ich dir nicht sagen. Aha, also so ist der Stein ins Rollen gekommen. Dann bin ich nach London geflogen, dann haben wir da gesprochen. Ja, wir wollen nicht mit dem Team haben, die diese Strategie jetzt vorbereiten. Es war ein sehr kleines Team. Wir konnten keine externen Berater dazu holen, weil wir mussten es eben vermeiden, dass diese Strategie, die wir vorbereiten, irgendwie öffentlich wird. Und deswegen auch kein direkter Austausch über das Internet, weil, wie gesagt, wir konnten nicht ausschließen, dass die noch bei uns im Netzwerk sind. Wir haben nur verschlüsselt kommuniziert, wir haben nur abhörsicher gearbeitet und so ging es dann auch mit dem Spiegel weiter, weil wir haben uns dazu entschieden, diese politische Dimension des Falls, den Angriff auf die 5+1 Gespräche, nicht über unsere Corporate Publishing-Möglichkeiten breitzutreten und auch nicht in unserer Pressemeldung, die wir dazu rausgeben, breitzutreten, sondern da brauchten wir einen Partner, der sich in dieser geopolitischen Situation auskennt. Und deswegen bin ich dann zum Spiegel nach Berlin geflogen und dort, die haben dort auch abhörsichere Räume, weil da sind ja die ganzen Botschaften drumherum. Da sind wir dann gesessen und haben dann in einer Konferenz erklärt, was der Hintergrund dieses Angriffs ist. Und das Interessante war, mein Ansprechpartner beim Spiegel, der kommt mehr so aus der technischen Ecke, klar, wir sind ein IT-Unternehmen, der hat einen Kollegen mitgebracht. Und wie der sich vorgestellt hatte, wusste ich, den Namen konnte ich einordnen, okay, der ist der zuständige politische Redakteur für den Mittleren Osten, für den Nahen Osten. Und dann wusste ich, okay, unsere Strategie wird aufgehen, weil die sind schon auf der richtigen Fährte, die wissen schon, was da dahinter steckt. Und die haben dann also auch ausreichend Zeit bekommen, den Fall selbstständig weiter zu recherchieren. Und mit dem abgestimmten Veröffentlichungsdatum, da haben sie die auch professionell dran gehalten, kollegial und professionell, sind die dann eben rausgegangen und haben diesen Fall von zwei Seiten beleuchtet. Einmal den Cyberangriff auf uns, aber zum anderen natürlich den Fall mit dem viel, viel höheren Nachrichtenwert. Also diese politische Dimension des Ganzen. Klar, viel breiter ausgerollt. Und das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, weil Spiegel Online, da haben die das zuerst gebracht, anschließend dann im Magazin, ist natürlich ein Leitmedium. Und da schaut jeder mal rein. Und wenn die schon was haben, wenn die anderen gleichzeitig die Pressemitteilung bekommen, dann informiere ich mich also auch noch, weil ich scheine noch mehr Quellen gehabt zu haben. Ja? Und diese Informationen kann ich dann natürlich mit aufgreifen. Und das hat uns dann wahnsinnig geholfen, die Schlagzeilen hauptsächlich auf die politische Dimension zu lenken und uns in diesem Zusammenhang als das Unternehmen darzustellen, was eben diesen Cyberangriff aufgeklärt hat. Das Ganze ist dann ein bisschen spooky geworden, muss ich auch zugeben. Ich saß dann also bei mir so im kleinen Büro und am nächsten Tag, weil die Verhandlungen, diese 5+1 Ad-Hoc-Verhandlungen mit dem Iran, haben hauptsächlich in der Schweiz und in Österreich stattgefunden, also in Wien, in Lausanne und in Genf. Das heißt, am nächsten Tag haben dann aufgrund der Medienberichterstattung in Österreich das Innenministerium, dort heißt der Inlandsgeheimdienst auch Verfassungsschutz, die haben ihn also dann eingeschaltet, er möge sich den Fall mal anschauen und wegen nationalstaatlicher Spionage ermitteln. In der Schweiz hat die, war da die Institution, die Generalbundesanwaltschaft, eine Generalstaatsanwaltschaft, so heißt die, glaube ich, haben dasselbe gemacht. Auch die haben Ermittlungen aufgenommen wegen nationalstaatlicher Spionage. Puh, und dann denkt man sich also schon, ups, was hat man denn jetzt so alles ausgelöst? Aber hier auch nochmal ganz klar, diese Dimension, diese politische Dimension des Ganzen, dieser viel, viel höhere Nachrichtenwert. Und dass wir dann eben zeigen konnten, ja, wir haben als Sicherheitsunternehmen die Möglichkeit, solche hochprofessionellen Angriffe aufzudecken, hat uns dann schon sehr geholfen. Ich persönlich glaube, dass Krisenkommunikatoren, die ein Selbstbild von sich haben, im Umgang mit Medien unter Feinden zu sein, den falschen Job machen, kann man vielleicht hier auch anführend diskutieren. Im wahren Leben würde man ja sagen, Reden hilft. Hilft Reden immer in der Krise, muss man über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird, vielleicht einmal an euch beide. Naja, also Reden hilft, aber natürlich muss man nicht alles offenlegen und nicht über jedes Stöckchen springen. Vielleicht nochmal zurück zu dem Burger King Case. Ja? Wir haben da mit dem Team Bayerhoff zu tun gehabt, die natürlich
sehr hart, sagen wir es mal freundlich, sehr hart im Wind gesegelt haben. Und man kann über das Format sagen, was man will, aber vielleicht nochmal sozusagen für die Audience heute hier, für Sie, der verantwortliche Redakteur, das ist der Alexander Römer, der das im Grunde genommen gemacht hat, der auch das Investigativteam dort geführt hat, hat mir erzählt, dass er ungefähr durchschnittlich 9 Monate Zeit hat, so einen Case, auszurecherchieren. Das heißt also, erstens kann man sich dann darauf, auch in der härtesten Situation kann man sich, in dem Falle war das auch so, sie haben Tonnen an Material. So, das ist so das eine. Und dann kann man sich natürlich überlegen, will ich mit denen überhaupt reden oder nicht. Und ich glaube, es besteht gar keine Alternative dazu, den Kanal offen zu halten. Man muss nur ganz klar sein, man steht auf unterschiedlichen Positionen. Man hat eben eine andere Aufgabe. Man ist Interessenvertreter. Und natürlich, selbst mit RTL ging das, dass man bestimmte Dinge besprechen konnte und auch verbindlich besprechen konnte. Und wenn man sich an beiden Seiten daran hält, in dem Fall hat das funktioniert, konnte man einiges eben bewegen. Nur vielleicht ein Tipp an der Stelle, ja, ist eher, ich habe vorhin gesagt, aus jeder Krise kann man lernen, ist eher aus einer Situation heraus entstanden. Wir haben nach einer gewissen Zeit ein Interview mit RTL gegeben. Das heißt, der CEO hat sich vor die Kamera gesetzt und RTL konnte fragen. Erst haben wir x-fach die Fragen, was wollt ihr fragen, was dürft. Nach einer ganzen Weile haben wir gesagt, ist jetzt egal, sollen sie doch alles fragen. Wir bestehen auf eine einzige Sache. Eine einzige Sache. Okay, ihr bringt das vollständige Interview live auf eurem Kanal, stellt ihr es online. Ungeschnitten, ohne dass ihr eingreift. Darauf haben sie sich eingelassen. Und das war interessant, auch ist ein Learning, was wir hinterher haben. Dadurch konnten sie nicht so ganz einfach die Bits and Pieces aus dem Zusammenhang reißen. Also es war sozusagen im Grunde genommen ein Sicherheitsnetz, was wir dann eingezogen haben. Das ist so ein Tipp, den ich wirklich geben kann. Im Zweifelsfall natürlich auf die eigenen Server stellen. Aber RTL hat es auf seine Seite gestellt, was uns in dem Falle natürlich viel wichtiger war. Und insofern gilt, ich habe den Kanal zu dem RTL Investigativteam immer offen. Wir haben oft unterschiedlicher Meinung, aber trotzdem hat es geklappt. Und es war sogar so, dass im zweiten Beitrag, der kam dann eine Woche später nach der Erstveröffentlichung, haben die ja nochmal nachgelegt, dass die 21 Uhr haben sie gesendet, wir haben 20 Uhr Material rübergeschickt, also eine Stunde vorher, und sie haben es noch eingebaut. Also darauf haben die sich verlassen. Wir haben aber auch zugesagt, dass das Material geliefert wird. Also ich stand da auch im Wort, weil ich es denen selber versprochen hatte. Das ist sozusagen ein Detail. Und zum Thema Stichwort, man muss die Leute kennen, natürlich hilft das, aber oft kommt man in Situationen, in Krisensituationen, konnten sich aussuchen, mit wem sie reden, ja? Also mit wem du redest, gehst zum Spiegel, das ist natürlich sozusagen perfekt. Ganz oft passiert es aber genau umgekehrt, man wird konfrontiert mit der Sache, man kennt die Leute überhaupt nicht, man muss in der Situation agieren. Ja? Man ist mit, ich sag mal, wer kennt das, 17-seitigen Fragebögen konfrontiert, Freitagnachmittag um 3 Uhr bis Freitag 18 Uhr zu liefern. Wer kennt das? Also ich kenne es ja ein paar, ja. Ich sehe, also, ne. Da hilft eins, das kann ich Ihnen sagen, auch wenn in der Sekunde der Puls kurz hochgeht, Gelassenheit. Ja. Ich weiß nicht, welche Entspannungstechniken Sie persönlich so befürchten, ob Sie Om sagen oder nicht Om sagen, aber Gelassenheit hilft an der Stelle. Und das vielleicht auch nochmal ein Tipp, weil das sehr häufig in Unternehmen vorkommt und ich frage mich dann immer, warum. Ich sage mal so, 20 Fragen werden gestellt, irgendwie eine fiktive Zahl jetzt. Und dann geht man hin und sagt, naja, okay, jetzt wollen wir mal die Fragen beantworten. Ja, totaler Blödsinn. Kein Mensch erwartet von Ihnen, dass Sie 20 Fragen beantworten. Viel wichtiger, und das kommt fast immer, auch nach 10 Jahren Erfahrung, 15 Jahren Erfahrung in der Krisenkommunikation, zu kurz, nämlich die sehr einfache, aber wichtige Frage, was ist Ihre Haltung zu diesem Thema? Da geht es ja um ein spezifisches Thema. Das andere, die Fragen, 17 Fragen, das ist alles Nebelkerzen. Ja? Das ist, weil man was wissen will, etc. Aber was ist die Position des Unternehmens? Und hier kommt man, ich meine, das habt ihr perfekt gemacht. Ihr habt eure Position, das haben wir ja gerade gehört. Und insofern, das ist das Entscheidende.
Und dafür, auch wenn es brennt und lodert, die Explosionen rings um einen stattfinden, sich dafür Zeit zu nehmen, ist meines Erachtens ein wirklich wesentlicher Bestandteil, um durch die Krise einigermaßen durchzukommen. Ich würde vielleicht noch einen Satz ergänzen zum Thema, muss man alles rausposaunen, muss man 100%ig transparent sein? Also Transparenz hilft schon mal immer, aber ich weiß nicht, wer von euch in globalen Unternehmen arbeitet, das steht bei uns in den Lehrbüchern drin. In der Krise entschuldigen und transparent sein. Das steht nicht überall auf der Welt in den Lehrbüchern drin. Da gibt es schon kulturelle Unterschiede. Und wenn man sich plötzlich in Deutschland dazu entscheidet, irgendwas transparent zu machen, übrigens, wir sind in Deutschland auch die Erfinder des Aussitzens, also so ist es nicht. Aber wenn man sich hier entscheidet, was transparent zu machen, muss man sofort auch das Bewusstsein haben, das hat auch Einflüsse auf andere Märkte. Eventuell schwappt diese Transparenz nach Nordamerika oder Südamerika oder nach Asien. Und dort wird mit Krisen ganz anders umgegangen. Also wenn man in einem globalen Unternehmen ist und in der ersten Analyse feststellt, hier handelt es sich um eine Krise, die nicht lokal zu beschränken ist, dann muss man von Anfang an diese kulturellen Unterschiede in seine Planung mit reinnehmen. Feuer frei. Was wollen Sie wissen? Die Chance haben Sie so schnell nicht mehr. Bitte. Ja, wir wiederholen die Frage laut, damit es gut. Ich würde gerne mal das letzte Statement anmachen. Wie wird denn in Asien oder USA mit Krise umgegangen? Also die Frage für alle einmal kurz genau als Anknüpfung an Stefan. Wie wird denn in Asien oder in Amerika mit einer Krise umgegangen? Was ist denn der kulturelle Unterschied? Also ich mache mal so zwei Beispiele. Bei dem einen habe ich überhaupt keine Insights. Das ist die Katastrophe in Fukushima gewesen. Und wie damit umgegangen ist, also nur mal so als Gedankenanregung. Zweites, wo ich ein bisschen mehr dazu sagen kann, was den meisten hier auch geläufig sein sollte, das war damals, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an den Kinofilm Das Interview. Der wurde von Sony Pictures produziert und der hat irgendjemandem in Nordkorea, glaube ich, nicht gefallen. Und daraufhin ist auch per Cyberangriff Sony angegriffen worden und die haben da Daten rausgezogen ohne Ende und alles, was halt den Managern irgendwie ein schlechtes Licht gestellt hat, haben die veröffentlicht, also anzügliche E-Mails und so weiter. Und bis heute ist nicht ganz sicher aufgeklärt, wer das ist. Also unserer Meinung nach war das eine Gruppe, die sich Lazarus nennt und da gibt es Beziehungen zu Nordkorea. Aber wie ist Sony damals mit dieser Krise umgegangen und die Manager, die davon betroffen waren? Und die vielleicht ihr Gesicht verloren haben. Und ich glaube, die meisten von uns wissen, was ein Gesichtsverlust in Japan bedeutet. Also da ist das ist alles totgeschwiegen worden. Da ist nichts öffentlich transportiert worden. Bisschen Salamitaktik, nur so viel, wie ich dann sagen musste. Und ansonsten ist da gar nichts dazu gemacht worden. Und das war in dem Kulturkreis vielleicht ein normales Umgehen mit der Krise. Also Stichwort Amerika, ich glaube VW musste das schmerzlich lernen, als sie sozusagen das NPR-Interview zurückrufen wollten. Ja, also es gibt einfach unterschiedliche Mechaniken und wir sind da noch wirklich im Land der Glückseligen, wo man sagt, okay, wir autorisieren und all so Kram, das gibt es ja nicht, gesagt ist gesagt und fertig ist es. Also das ist sozusagen ein Thema. Natürlich ist man im englischsprachigen Raum, ich habe eine Krise in Australien managen müssen von der Ferne und dann durfte ich Kollegen nach Perth senden, das toll war, ich selber war leider nicht da, bin ein bisschen geärgert, aber okay. Da passierte genau das, ja. Dadurch, dass es im englischsprachigen Raum war, wurde das Thema sofort größer gespielt und in Australien ist es beispielsweise so, dass die Konsumerrechte deutlich härter und schärfer sind als Deutschland, ein bisschen analog zu Amerika, dass sich ein Unternehmen Stichwort Transparenz,
viel offener und viel klarer darlegen muss, was sie denn nun gemacht haben, was der Fehler war, warum und wieso, und man sofort zu der AAA, das ist die Consumer Authority, hingehen muss und dort sozusagen hinterlegen muss, auch rechtsanwaltlich hinterlegen muss, was man tun muss. Im Übrigen stehen dort in Australien, nur mal um so ein bisschen Anekdote zu erzählen, die PR-Leute rechtlich in der Pflicht, und deshalb waren meine Kollegen in Australien, also die Agenturen in Australien, leicht verspannt, als sie bestimmte Dinge machen sollten, die wir als völlig normal empfunden haben, rechtlich in der Pflicht, dass sie haftbar gemacht werden können. Das heißt also, wenn sie offensichtliche Sachen sagen, die nicht korrekt sind, also es ist nicht falsch, sondern nicht ganz korrekt und auch zu einem Zeitpunkt Dinge erzählen, wo sie wissen, dass vielleicht andere Dinge anders gelaufen sind, dann kann das passieren, dass sie in die Haftung genommen werden. Also das sind so mal ein paar, zwei kleine Beispiele, die das vielleicht illustrieren. Können wir ganz kurz noch erklären, was der Unterschied zwischen falsch und nicht ganz korrekt? Ja, das war ein typischer PR-Spruch, ja. Also Sie können ja Dinge weglassen, ja. Das meinte ich damit. Schweigen. Ja, also einfach auslassen, ja. Das ist ja ein typisches, naja, auch in Deutschland nicht ganz ungebräuchliches, ich nenne es mal Stilmittel. Hey, vorne war noch eine Frage. Genau, ich wollte noch fragen, herrscht denn bei Kaspersky Einigkeit über das Thema Transparenz, also das wirklich den Fall transparent zu machen auf allen Märkten? Kurz die Wiederholung, die Frage war bei Kaspersky auch intern, wart ihr euch da alle so einig, dass Transparenz das oberste Gebot ist der Stunde, oder gab es auch Leute, die sagten, ach Mensch, was war lieber? Also es gab zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war, von diesem Angriff wusste nur der Geheimdienst und wir. Es gibt keinen Dritten, der diesen Angriff aufdecken kann, weil dieses Know-how auf der Welt hat vielleicht noch ein anderes Unternehmen und die sollten da eigentlich kein Interesse dran haben. Also wenn wir gar nichts gesagt hätten, ich gehe mal davon aus, wären wir damit durchgekommen. Es war aber dann auch irgendwann eine persönliche Geschichte. Wir wollten schon klarstellen, hey, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, uns anzugreifen, dann ist das keine gute Idee, dann enttarnen wir euch. Und so haben wir das mit dem Geheimdienst gemacht, wir haben eine Cyberwaffe von denen zerstört, die ja nicht nur bei uns eingesetzt worden ist, da steckt ein Millionenbudget dahinter für die Entwicklung von so einer Waffe, die ist in dem Moment verpufft, weil wir haben öffentlich gemacht, wie man diese Waffe entschärfen kann. Und das haben wir gesagt, das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Also die Entscheidung war eigentlich sehr schnell von unserem CEO direkt getroffen worden. Kriegt man da nicht als Kommunikator zwischendurch auch mal Schnappatmung, wenn man so zum einen irgendwie halb einmal im Knast steht und der anderen auch so ein bisschen, ich sag mal, den kleinen Hybris-Anfall vielleicht bekommt, der Wellenlenker gerade zu sein? Ja, Schnappatmung, also da geht jeder anders ein bisschen damit um. Ja. Wenn ich auch am Freitagabend diesen 17-seitigen Fragenkatalog bekomme, dann heule ich auch manchmal. Aber in der Regel werde ich sehr, sehr ruhig in dem Moment. Also, dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Und dann wird natürlich in jede Richtung, was kann alles passieren, alles ausgelotet. Und wir waren in einer komfortablen Situation, wir konnten die Strategie vorbereiten. Ja, wir mussten nicht von heute auf morgen alles öffentlich machen. Das hat natürlich geholfen. Aber es gab schon Momente, klar, wie ich gesagt habe, man musste komplett verschlüsselt, geheim arbeiten. Ich habe nur noch an Rechnern gearbeitet, die noch nie mit unserem Netzwerk verbunden waren. Ich habe mich plötzlich dabei erwischt, weil ich mir dachte, war da jetzt jemand, der mir ins Fenster reingeschaut hat und den Vorhang zugezogen, dass mir keiner auf den Bildschirm schauen kann von außen. Irgendwie. Also man kriegt da schon mal irgendwie so ein bisschen Paranoia irgendwie. Was ist der Trick für die Entspannung, eure beiden? Oh, habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wenn man als Externer, und deshalb bin ich da in einer etwas positiveren Situation, ja, also man ist in einer Beratungssituation, natürlich ist man irgendwann mittendrin, aber dann hat man nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Also insofern versuche ich auch jegliche Hektik und auch Schnellschüsse zu vermeiden. Achtung, das meint nicht, dass man nicht schnell denken kann und schnell entscheiden kann. Das ist damit nicht gemeint, sondern man versucht, okay, was ist denn eigentlich der Kern des Ganzen? Wieder zurück auf den Kern.
weil in so Krisensituationen, Sie alle haben das vielleicht in ähnlichen Situationen auch schon erlebt, ist es eben so, dass es sehr schnell ausfranst in Details und dieses und jenes und so weiter. Ein schönes Beispiel dafür ist, stellen Sie sich selber die Frage, wie viele Seiten hatte der Q&A, den Sie sozusagen in einer kritischen Situation erstellen musste? Okay, ich kann das bei dem Bochum-Projekt, kann ich sagen, 170 Fragen mit weiß der Geier was für Antworten. Kein Mensch braucht das. Üblicherweise kommen Sie mit 10, 15 knackigen Sachen zunächst mal durch. Das, na, für die Details weiß ich dann nicht mehr, aber das heißt also, diese überbordende Hyperaktivität, die dann auch ausbricht, die muss man versuchen zurückzudrängen. Und das ist sozusagen eher eine Empfehlung, ich selber versuche schnell zu entscheiden zu kommen. Das, ich denke auch in dem Moment klarer Fokus. Wenn man ein Team hat, was funktioniert, dann kann man andere Aufgaben entweder mal komplett zur Seite schieben oder weiter delegieren. Und wenn die dann vielleicht auch, wenn sie schon im Moment wissen, dass es hier eine Krisensituation gibt, dann ist auch größtes Verständnis da, dass hier sich jemand mal frei macht von anderen Aufgaben. Und wenn sie das erst im Nachhinein erfahren und es ist dann alles gut gelaufen, dann ist es auch okay. Weitere Fragen? Frage an Dirk Pop, wie war der Umgang mit Social Media? Also für die einen sind ja irgendwie 20.000 Hashtags oder Hashtags natürlich eine Krise, für andere vielleicht schon 10. Ja, ja, es ist genau so. Also es gibt Marketingabteilungen von Brands und so, vielleicht heute hier nicht vertreten, aber die wären schon total nervös, wenn 10 kritische Kommentare auf Facebook kommen. Bei Burger King war es zunächst so, dass sie das versucht haben mit in der ersten Woche nach der, also wir sind nach einer Woche ungefähr reingekommen. Also vielleicht nochmal zum Ablauf. RTL hat gesendet, Hygieneskandal, Arbeitsbedingungen etc. etc. Und erstmal eine Woche hat Burger King versucht, das Ding selbst zu handeln. Und da sind natürlich diese ganzen Facebook-Kommentare auch natürlich hauptsächlich aufgetaucht. Und das ist erstmal versucht worden mit so, okay, auch so mit so Corporate Statements, ja, bla, blubber, so auch sehr, also so kompliziert halt. Also im Grunde genommen genauso, wie man es eigentlich nicht macht, ja. Es ist das ein bisschen abgefedert worden, aber natürlich nicht richtig so. Dann haben wir ein Social Media Team draufgesetzt und wir haben alle Antworten dann natürlich angepasst, auf Social Media runtergebrochen. Wir haben versucht, auf fast alle Antworten, also wir haben dann versucht zu antworten. Also wirklich zu antworten. Natürlich hatten wir ungefähr auf der Facebook-Seite von Burger King 20 Trolls, nur 20, die jeden Tag den Namen geändert haben und immer wieder da waren, denselben Blödsinn erzählt haben. Die haben wir dann noch ein bisschen aussortiert. Und dann haben wir aber wirklich auch das beackert. Facebook, also vielleicht in dem Falle, also nur in diesem spezifischen Falle, war der Hauptkanal. Das heißt also, weder Twitter bedient, aber wir haben es laufen lassen, wir haben uns fokussiert, wir wollten nicht auf irgendeine andere Seite. Das war auch die Burger King Hauptkommunikationsschiene. Selbst die News sind dort gepostet worden. Also die PMs und was man so gemacht hat, die sind dort zuerst gemacht worden. Und dann sind wir, da haben wir so eine Bürgersprechstunde und sowas alles entwickelt, Livestreaming, was damals noch ein bisschen komplizierter war, jetzt ja völlig easy ist. Und insofern haben wir uns darauf dann auch wirklich konzentriert. Und wir haben auch kritische Sachen, wenn wir keine Antwort wussten, das kommt man ja häufig an den Punkt, wo man sagt, ja, was antworte ich denn jetzt eigentlich darauf? Kann ich nicht? Dann haben wir das gesagt, darauf gibt es keine Antwort, haben wir da schon erklärt. Insofern war das mit sehr, sehr viel Aufwand, aber ein verhältnismäßig kleines Team, 3 Leute waren da. Wie war das Feedback? Was? Wie war das Feedback? Erst passierte gar nichts, das heißt also Feedback war weiter katastrophal und dann drehte es sich, nachdem sozusagen der CEO Andreas Borg mit seiner Videobotschaft draußen war, er, also sozusagen das Unternehmen ja reagiert hat. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man, wenn man an dem Thema selbst nichts ändert, ja, dass es dann nicht funktioniert. Man kann mit
du kannst mit Kommunikation nicht ein Issue platt drücken, das geht einfach nicht. Burger King hat sich entschlossen zu sagen, okay, wir machen externe Kontrollen, wir feuern den Geschäftsführer, wir machen eine Qualitätsoffensive, wir öffnen unsere Küchen. Die haben also auch was gemacht, ja, also faktisch auch was gemacht. Und ab da drehte sich der Wind langsam. Und dann kamen auf einmal, und das ist extrem wichtig, dann kamen auf einmal die Supporter zurück. Die nämlich, ganz üblich, wenn du mal die Marketingleute so erzählst, ja, nein, wir haben ganz viele Supporter, das ist ganz super und toll und großartig und hey und so. Und dann ist man immer ganz erstaunt und denkt, wow, in der Krise ist aber immer gar kein Supporter da. Die sind weg, einfach weg. Da gibt es mal einen, der sagt, ja, ist aber trotzdem, und dann wird er, wow, alle drauf, und dann wird er kalt gemacht, und dann sagt er nie wieder ein Wort. Also, die kamen dann einfach wieder nach einer gewissen Zeit. Und natürlich half die Medienarbeit auch, ich will das gar nicht zu kleinreden. Und insofern ist es aber so, dass wir den Facebook der Hauptkanal waren. Ja. Okay, hier vorne war eine Frage, eine Dame. Was macht man denn, wenn der Wettbewerber versucht, die Situation für sich selbst zu nutzen? Was tun, wenn die Konkurrenz auf dasselbe Thema aufspringt, um es selber für sich zu drehen? Ich überlege gerade, ob in unsere Richtung das mal, ja, es ist bei uns auch einmal passiert. Das haben wir dann tatsächlich einfach ausgesessen, und ich habe mir den Pressesprecher von denen mal gekrallt auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Und es ist von einem Konkurrenten, der selber nicht das Potenzial hat, solche Angriffe analysieren zu können, hinterfragt worden, ob dieser Angriff auf uns, diese Veröffentlichung, einfach nur ein Marketing-Gag war, um zukünftige Technologien zu promoten. Deswegen, weil wir uns selber diese Frage gestellt haben, ob dieser Vorwurf im Raum stehen könnte, weil wir tatsächlich diesen Angriff mit einer Technologie, die dann erst ein halbes Jahr später auf den Markt gekommen ist, analysieren konnten, die Frage haben wir uns selber gestellt, und deswegen haben wir sind hier bei Microsoft im Haus, wir haben Microsoft und Symantec, den größten Anbieter für IT-Sicherheit, vorab mit ins Boot geholt, denen unsere Analyseergebnisse gezeigt, prüfen lassen. Die haben selber auf ihren Blogs zeitgleich was veröffentlicht, sodass wir hier bei einer eventuellen, bei so einem Vorwurf gleich einfach Statements von anderen auch aus der Branche haben, die da helfen, diesen Vorwurf zu entkräften. Trotzdem fand ich es relativ schäbig, weil es war so klar, dass es diesen Angriff tatsächlich gab und dass wir sehr transparent damit umgegangen sind. Und da wollte einfach nur jemand Schlagzeilen machen. Ja. Muss man damit leben. Okay, der Kollege von Ihnen. Hat sich erledigt, danke. Hat sich erledigt, das ist eine Frage. Okay. Mich würde interessieren, wie Sie politische Kommunikation beurteilen. Ist die vergleichbar zu Institutionen mit der Wirtschaft? Also die Frage ist, politische Kommunikation, ist das irgendwie vergleichbar? Wir sehen gerade an Frau Trump, wie man es nicht macht. Okay, vielleicht ihr beide nochmal. Also ganz kurz, kannst du noch wahrscheinlich mehr dazu sagen, aus Unternehmenssicht. Und wir sind kein öffentliches Unternehmen, wir sind nicht mal an der Börse, wir sind ein privat geführtes Unternehmen. Da muss ich nicht zu politischen Dingen groß Stellung beziehen, sollte ich auch nicht. Außer es hat eine aus CSA-Perspektive gewisse Gründe. Wir sind manchmal damit konfrontiert, weil es zum Beispiel in Deutschland die Entscheidung für ein IT-Sicherheitsgesetz gegeben hat. Vor kurzem, vor wenigen Wochen, gab es dazu auch eine Direktive von der EU. Da werden wir um Stellungnahme gebeten, und generell begrüßen wir solche Entscheidungen, die Cybersicherheit fördern, äußern uns aber nicht zur rechtlichen oder zur politischen Lage. Anders sieht es aus, und den Fall hatte ich auch gerade, da hat die NATO den Cyberraum auch als Kriegsschauplatz quasi deklariert, wo quasi, wenn hier Attacken gefahren werden, die entsprechend laut Kriegsrecht, auf Kriegsrecht reagiert werden kann. Habe ich jetzt so ungefähr richtig wiedergegeben. Das ist was ich vorher gesagt habe. Das muss ich auch wieder im globalen Zusammenhang sehen. Wir sind ein Unternehmen mit russischen Wurzeln, sind aber eigentlich ein britisches Unternehmen, haben einen sehr starken Markt in China. Ich glaube nicht, dass zwingend in Russland und in China dieselben Ansichten vertreten werden, wie die NATO vertritt. Soll ich mich jetzt dazu äußern? Schwierig.
Die Mechaniken sind nicht anders, würde ich jedenfalls so sehen. Natürlich haben Sie mit anderen Protagonisten und anderen Kanälen ein Stück weit zu tun. Ja? Thema Lobbyarbeit gehört dazu. Und wenn Sie mit überbordenden Egos in der politischen Kommunikation des Öfteren mal konfrontiert werden, das passiert schon. Aber insgesamt gilt dasselbe. Eine Position beziehen, zu schauen, welche Richtung will man einschlagen, die Antworten parat haben, da sind die Unterschiede nicht so groß. Das, was vielleicht ein bisschen in der Art und Weise anders ist, ist je nach Größe, also je nach Größe des Themas, ist vielleicht nochmal das Tempo ein anderes und die Reaktionen, mit denen man zu kämpfen hat, noch andere. Weil sozusagen im politischen Raum natürlich Sie anders als Unternehmen, wenn Sie eine Position beziehen, aus dem politischen Raum ja immer de facto eine Gegenreaktion fast immer erfolgen, ja, durch die Opposition, durch andere Positionen, durch Wirtschaftsverbände etc. etc. Das muss man im Blick haben, aber vom Prozess her, wenn Krisen durchlaufen, eigentlich auch. Deshalb wundert es mich manchmal auch, warum da so viele Stockfehler gemacht werden. Ja, wie schwierig ist die Überzeugungsarbeit nach innen? Also als Kommunikator hat man ja häufig gute Informationen dafür, was man eigentlich machen würde, aber dass der Geschäftsführer dann auch so zu kommunizieren und eine konkrete Aktion zu erzielen, kann ich immer sein. Super Thema, finde ich. Also es geht um die eigene Positionierung des Kommunikators innerhalb der eigenen Organisation. Wie sage ich es meinem Chef? Sounds schwierig. Das aus meiner Erfahrung heraus was Persönliches. Das kommt einfach auf die persönliche Stärke des Kommunikators oder des Verantwortlichen von der Pressestelle drauf an, auch auf die Persönlichkeiten, also die anderen Stakeholders, ob das jetzt die Rechtsabteilung oder ein Vertriebschef und so weiter ist oder ein Geschäftsführer, der sich selber gerne in den Medien bezieht und meint, Experte für alles zu sein. Das ist ein langfristiger Prozess. Das muss ich aufbauen, das muss ich von Anfang an begleiten, indem ich dieses Thema im Unternehmen besetze. Das heißt also, ich muss das Thema Krisenkommunikation auf die Agenda bringen. Ich muss dafür verantwortlich sein, dass sich andere Abteilungen damit auseinandersetzen. Ich muss bestimmte Sprecher, die in bestimmten Krisenfällen, die ich in bestimmten Krisenfällen brauche, trainieren, dass die vorbereitet sind. Und so entwickelt sich dann langsam die eigene Position, dass ich eben diese Stellung im Unternehmen habe, dass wenn es zur Krise kommt, dass ich intern der erste Ansprechpartner bin und auch derjenige bin, der die Krise kommunikativ managt. Wenn ich mir diese Position, weil es einfach andere starke Persönlichkeiten gibt, gegen die ich vielleicht nicht ankomme, mir nicht erarbeiten kann, dann würde ich auf externe Hilfe zugreifen. Dann sage ich, ich habe vielleicht selber noch nicht die Souveränität und die Erfahrung, dass ich mit solchen Krisen umgehen kann. Du hast sie aber auch nicht, weil du bist kein Kommunikator, du bist ein Vertriebler oder sonst was. Wir holen uns jemand Externes, dann habe ich hier quasi eine Autorität, die mich dann im Krisenfall unterstützen kann. Also es kommt in der Tat auf Ihre eigene Position im Unternehmen an. Wie stark sind Sie? Am Ende des Tages ist es aber so, dass es eine Entscheidung der Geschäftsführung CEO ist, des Vorstandes. Und sehr häufig haben die sozusagen, naja, sagen wir es mal so, ein dickeres Fell als die Kommunikatoren. Ja? Die gehen nicht so schnell, sozusagen, die heben das oft nicht an. Und da muss man natürlich ein Stück weit Überzeugungsarbeit sein. Wir werden in der Tat genau in solchen Situationen sehr häufig eingeholt, weil man als der eigene Künstler zählt im Land nicht, so nach dem Motto. Aber es ist nicht nur das an diesen Stellen so, sondern dass man eben auch als Kommunikator und aufpassen muss gegenüber der Geschäftsführung, worüber redet man. Also heißt also, nicht jedes Thema gehört hochgejatzt. Passiert im Unternehmen auch sehr häufig. Ja, also da wird dann sehr schnell vom Produktrückruf geredet und wir müssen dieses und jenes und Transparenz da schon und alle mit den Knien und mit den Zähnen klappern alle mit den Zähnen und dann überzieht man oft auch. Also da muss man vorsichtig sein, je nach Thema eben. Und insofern kommt es auch sehr stark darauf an, dass ihr oder sie als Kommunikator die richtige Einsortierung macht. Ja, das ist das Entscheidende. Und wenn man das macht, dann hat man Gutes, also dann kriegt man das Ohr des Chefes. Kommt natürlich immer auf die persönliche Beziehung an. Okay, tapfer, hier vorne erst mal.
die Krise als Chance, wo es die Grenze überschritten, wo es in die falsche Richtung geht. Okay, der Klassiker, Krise als Chance, wo ist der Haarscharf, der Ritt auf der Klinge? Naja, er ist im Grunde genommen in jedem kritischen Fall ist er haarscharf, er ist nicht immer unternehmensbedrohend, natürlich, und nicht immer ist jede Krise so, dass man sagt, also puh, wenn das jetzt nach hinten losgeht, dann können wir hier den Laden zuschließen. Ja, aber es ist natürlich schon sehr, also Dörgling ist ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, man muss vielleicht, also wenn man das System kennt, das sind Franchise-Nehmer, ja, die sind auch, die verdienen auch okay und so weiter, aber wenn die mal zwei Wochen sozusagen, wenn die tote Hose in den Restaurants ist, dann schlittert das sofort in Richtung, okay, wir müssen den Laden, also wir müssen Leute rausschicken oder vielleicht sogar zumachen. Also das ist sehr auf Kante da genäht. Ich glaube, dass es immer dann sehr kritisch wird, wenn man den Abzweig verpasst, wenn man erstens die Medienmechanik nicht richtig beherrscht, wenn man Unsinn erzählt, wenn man natürlich Unwahrheiten von sich gibt, dann kann man das nicht mehr als Chance betrachten. Dann ist es oft der einzige Weg, und so hart wie das klingt, ist, dann müssen die Menschen da an der Stelle ausgetauscht werden, um es noch zu retten. Ansonsten ist es dann eine Chance, wenn das Unternehmen gewillt ist, hinterher strukturell auch etwas zu machen. Also wenn sie nicht nur Augenkleisterei betreiben und sagen, naja gut, wir haben das jetzt gemanagt und beim nächsten Mal, komm, dann machen wir das wieder so. Und da ist meine Erfahrung, sind Unternehmen nicht besonders gut. Ja? Die möchten, also Krise ist vorbei, vergessen, auf Wiedersehen, nächste Mal. Hoffentlich kommt sie nicht. Ja, so. Also die Chance, das kann ich überall suchen in der Krise. Ob die Chance oder eine Chance hat, sei mal dahingestellt. Ich kann das. Aber da haben wir heute sehr schöne Möglichkeiten, über Corporate Publishing an die Sache rangehen. Das heißt, ich habe ja zahlreiche eigene Kanäle, eigene Blogs, eventuell eigene Seiten, die ich betreibe, meine Social Media Kanäle. Hier habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit, dann mit meinem Publikum oder mit Zielgruppe persönlich in Kontakt zu treten, nochmal meine Stellung deutlich zu machen. Ich habe auch die Möglichkeit, wie es bei uns vielleicht der Fall war, Aspekte der Krise, die vielleicht einen geringeren Nachrichtenwert haben, dass die Medien diese Aspekte nicht berücksichtigen, in den Vordergrund zu rücken und zu bespielen. Und das ist, glaube ich, im Krisenfall sollte man das auch immer berücksichtigen, dass man die eigenen Kanäle nutzt. Nicht vielleicht um dasselbe zu sagen, was die Medien sagen, sondern einfach nochmal andere Aspekte in den Vordergrund zu stellen und dort vielleicht die Chance, die man hat, zu finden. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es hängt immer von Ihrer eigenen Credibility ab, also von Ihrer Glaubwürdigkeit. Wenn die vergeigt ist, dann wird es schwer, es als Chance zu sehen. Also insofern muss man während des gesamten Prozesses aufpassen, dass man seine eigene Glaubwürdigkeit nicht sozusagen gegen die Wand fährt. Und das passiert natürlich in kritischen Situationen, weil man als Sprecher oder Kommunikator häufig in einer Situation ist, wo also wirklich völlig divergierende Interessen irgendwie gemanagt werden müssen, kann es natürlich schon, ist man da oft in einem sehr großen Zwiespalt. Okay, eine Frage haben wir noch, die restlichen, keine Angst, wir sind ja noch eine Weile hier nachher, draußen beim Kaffee und beim Frühstück der Kollegen von Finn. Ich frage an den Prof, wie kann man denn als externer begrüßen, sondern als externer klarstellen, dass man wirklich alle Informationen hat und da nicht intern irgendwie noch gemauert wird und irgendwann Medien mehr wissen, als man halt von kann? Traumhafte Frage. Wie kriegt man das als externer Berater und als Krisenhelfer, als Bodyguard hin, möglichst in kürzester Zeit zu sagen, Leute, ich bin euer bester Freund, mit mir müsst ihr reden. Ich muss nicht alles sagen, aber ich muss wirklich alles wissen. Ja, bester Freund ist so, will man gar nicht sein. Nee, will man nicht sein. Ehrlich gesagt habe ich damit wenig Probleme gehabt in den letzten Jahren. Wenn Sie sozusagen, also wenn ich reingeholt werde, dann, das macht natürlich sozusagen auch den Job aus, weshalb ich ihn persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, es wird. Also, oder andersrum gesagt, ich habe sehr oft sehr viel mehr Informationen bekommen als die Kommunikationsabteilung. So ist das. Und wenn man dann als Berater, und so verstehe ich mich auch,
gut agiert und die Leute mit dem Boot holt und nicht immer versucht, an den Leuten vorbei zu agieren, gibt es ja auch ein Modell, was ich zwar nicht besonders gut finde, aber was auch gar nicht so untypisch ist, nämlich die Kommunikationschefs vorzulassen und man ist selber der große Hero. Insofern hatte ich eigentlich nie große Probleme, an die wirklich auch die heißen Informationen zu kommen. Wenn das mal so war, dann war auf jeden Fall, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber nicht der Weg zu den Kommunikationschefs zu gehen, sondern dann ist der Weg, okay, CEO, Freigabe, holt den mit rein und bringt den extern up to speed. Und übrigens, vielleicht mache ich nochmal 30 Sekunden für einen externen Berater werben. Ja, so, okay. Also wenn Sie das machen, also mache ich jetzt einfach mal, wenn Sie das machen, dann kriegt der auf einmal ganz viele Informationen, die für Sie persönlich dann auch sehr, sehr hilfreich sein können. Insofern, warum eigentlich nicht mal einen externen dazu nehmen? Also, so, okay, das waren die 30 Sekunden. Das müssen wir jetzt noch fragen, abgesehen von Urlaub, und wir freuen uns sehr, dass du den ersten Nachtrag antreten wirst. Ja. Was machst du dann? Ja, ich habe natürlich Pläne, aber auf so einem Podium erzählt man die natürlich nicht, ist ja klar. Das muss ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal gerne hier in die Runde fragen, wie beantworte ich das am besten? Also ich würde mal den Appell vielleicht einfach sagen, achten Sie mal drauf, was er so getwittert hat die letzten Tage und noch twittern wird. Ach so. Das kann man da auch schon so zwischen den Zeilen lesen, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ja. Ich spüre Sinne, das ja ganz, ganz nah dran. Ja, ja. In diesem Sinne. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, Thema und alles andere kommt demnächst. Und wir hoffen sehr, dass alles, was Sie heute zu uns schon mitnehmen, Sie im Idealfall nie brauchen werden. Alles andere gerne bei Kaffee und Frühstück draußen. Vielen Dank. Vielen Dank.